Mit 30 Büchern und 11 drauf basierender Filme ist Kerstin Gier eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen. Mit ihren Bestsellern wie die Edelstein-Trilogie oder die Silber-Serie hat sie internationale Bestseller hervorgebracht. Aber über diese sprechen wir heute nicht, sondern über Kerstin Giers neueste Buchserie Vergissmeinnicht. Und das hier ist das erste Buch, was wir uns heute anschauen werden. Was man bei Licht nicht sehen kann, Vergissmeinnicht Band 1. Das erste Buch erschien 2021 im Fischer Verlag und es hat 478 Seiten. Vergissmeinnicht ist eine Urban-Fantasy-Action-Geschichte, die aus der Perspektive von zwei Jugendlichen geschrieben wurde. Die beiden Hauptcharaktere wechseln sich in jedem Kapitel mit der Sichtweise ab, was eine sehr außergewöhnliche Komponente darstellt. Diese Technik kann man auch im Buch Wanda sehen. Das Buch handelt darum, dass der Teenager Quinn von einem Auto angefahren wird, als er auf der Flucht vor Wölfen ist. Nach ein paar Wochen im Koma ist die Welt für ihn völlig anders. Er kann nun außergewöhnlich gut sehen und hören und erfährt später, dass er Nachkomme eines Nicht-Erdlings ist. Sein verstorbener Vater kommt aus den Saum, einer von den Menschen nicht erreichbare Dimension. Der Saum ist im Buch währenddessen in völligem Chaos und er soll als der Auserwählte den Saum retten. Auf seiner Reise hilft ihm ein Mädchen namens Mathilda, die heimlich in ihn verliebt ist und ihre Chance sieht, ihm näher zu kommen, da Quinn auf seinen Rollstuhl angewiesen ist. Jetzt will ich euch kurz durch eine Personenkonstellation die Charaktere des Buches näher vorstellen. Am Ende des Buches kommen Quinn und Mathilda zusammen. Mathilda ist in der Familie Martin. Sie hat eine Schwester namens Theresa. Die Familie Martin ist eine sehr christlich-orthodoxe Familie, die in der Nachbarschaft dafür auch kritisiert, aber auch über die Familie lustig gemacht wird. Zur Familie Martin gehören auch Onkel Thomas und Tante Bernadette. Sie haben Zwillinge namens Ludwig und Luise, die im gleichen Jahrgang wie Quinn gehen. Sie haben eigentlich einen sehr großen Hass auf Quinn, den sie hinter ihrem christlichen Glauben verstecken. Sie nennen Quinn Teufelsbraten. Zur Familie Martin zählt aber auch das schwarze Schaf der Familie, Tante Berenike. Sie hat eine Tochter namens Julie. Julie ist die Freundin von Mathilda. Mathilda ist in der Familie auch als das schwarze Schaf bekannt, weil sie gegen die Normen der Familie sich widersetzt. Also sie ist gegen oder sehr leicht gegen den orthodoxischen christlichen Glauben der ganzen Familie. Auf der Seite von Quinn ist es total anders. Er hat eine sehr friedsame, nette Mutter, die mit seinem Stiefvater verheiratet ist. Sein leiblicher Vater war Yuri Watanabe, der aber in einem Autounfall gestorben ist. Er hat aber auch einen Freund namens Lasse, mit dem er sich aber nach dem Autounfall zerstritten hat. Weil Lasse denkt, dass er verrückt geworden ist, weil er diese Fähigkeiten erlangt hat, dieses gute Hören und gute Sehen. Quinn hatte vor dem Autounfall aber noch eine Freundin. Aber nachdem er aus dem Koma gekommen ist, hat er über eine Textnachricht Schluss mit Lily gemacht. Lily und Lasse kommen am Ende des Buches in eine Beziehung zusammen. Nun schauen wir uns noch die Saumwesen im Buch an. Eine sehr zentrale Person ist Professor Cassian. Er ist ein Mitglied des Hohen Rates vom Saum. Auf Quinn passen Fee und Hyazinthe auf. Sie sind Feen. Sie passen auf, dass er nicht von Saumwesen gefangen genommen wird. Eines dieser Saumwesen ist Severin. Er war getarnt als der beliebte Physiotherapeut von Quinn, der aber in einer Beziehung mit Jane d'Arc war, aka die heilige Johanna. Am Ende wollten beide Quinn kidnappen, was dazu führte, dass aber beide auf separaten Seiten waren und sich darüber stritten, wer Quinn bekommen sollte. Deshalb konnte Quinn dann mit Mathilda fliehen und war danach in einer Beziehung mit Mathilda.
Die Zielgruppe des Buches sind weibliche Teens und junge Frauen. Obwohl durch die Komponente, dass die Perspektive eines männlichen Teenagers gezeigt wird, versucht man auch männliche Teens und junge Männer anzusprechen. Das Buch ist lesenswert, das wie alle anderen Bücher von Kerstin Gier sehr humorvoll, interessant und actionreich geschrieben wurden. Nun kommen wir zur Bildbeschreibung, aber auch zum AIDA-Modell, um zu beschreiben, warum jemand das Buch kaufen würde. AIDA ist ein Akronym, bei dem das A für Attention, Aufmerksamkeit, steht. Dies ist die erste Phase einer Werbung, in der potenzielle Käufer mit etwas Auffälligem auf die Werbung aufmerksam gemacht werden. Nachdem die Aufmerksamkeit gewonnen wurde, folgt die zweite Phase, Interest, Interesse. In dieser Phase werden die Zuschauer über die Vorteile des Produkts informiert und es wird ihnen gezeigt, warum sie genau dieses Wasser kaufen müssen oder sollten und kein anderes. Durch diese Informationen und das Versprechen, dass das Leben durch dieses spezielles Wasser verbessert wird, wird in der dritten Phase Desire, Verlangen, geweckt. Hier wird das Verlangen durch Produktversprechen oder anderen Mitteln gesteigert, um den Kunden zu überzeugen, das Produkt zu kaufen. Der letzte und wichtigste Schritt ist, um die Leute zum Kauf zu bewegen, ist Action, Handlung. In dieser Phase wird den potenziellen Käufern der Anreiz gegeben, das Produkt tatsächlich zu kaufen. Dies wird oft durch einen Handelsaufruf am Ende eines Werbevideos oder auf einer Werbeanzeige erreicht, der zeigt, wo man sich weitere Informationen oder das Produkt kaufen kann, zum Beispiel auf einer Website. Nun wollen wir das AIDA-System auf das Buchcover von Vergissmeinnicht Band 1 anwenden. Es fällt auf, dass das Buch im Vergleich zu anderen Büchern sehr extravagant und hübsch ist, was typisch für die Cover von Kerstin Gier Büchern ist. Auch Kerstin Gier selbst gibt zu, dass die Cover ein starkes Argument sind, ihre Bücher zu kaufen. Schauen wir uns mal das Cover genauer an. Was als erstes auffällt, ist der Titel, der sich deutlich vom dunklen Hintergrund abhebt. Die Schriftart des Titels erinnert eher an Horror, da langgezogene Buchstaben häufig für Aufschriften von Horrorfilmen oder Büchern verwendet werden. Dies war die erste Phase, Attention. Nun wird versucht, die Aufmerksamkeit zu nutzen, indem der große orangefarbene Aufkleber mit der weißen Aufschrift Spiegel Bestseller Platz 1 vom Käufer entdeckt wird. Dies ist ein entscheidendes Argument für den Buchkauf, da dieser Aufkleber dem Kunden in gewisser Weise garantiert, dass das Buch gut ist, ohne dass er sich weiter mit dem Inhalt auseinandersetzen muss. Am oberen Rand des Buches ist der Name der Autorin gedruckt, was das Vertrauen in das Buch stärkt, da Kerstin Gier eine sehr bekannte Autorin ist. Wahrscheinlich liest der Kunde nochmal kurz die Beschreibung des Buches, was die letzte wichtige Information ist, um ein Verlangen nach dem Buch zu entwickeln. Das schön verzierte Buch hilft, die letzten Zweifel zu überwinden. Phase 4, also die Handlung, das Buch zu kaufen, ist sehr schnell, da das Einzige, was noch zu tun ist, drin besteht, das Buch an der Kasse des Buchladens zu kaufen. Nun versuche ich ein kleines Werbevideo zu produzieren und nehme euch auf diesen Prozess mit. So, nun stelle ich euch erstmal meinen Plan vor. Schritt 1. Wir überlegen uns jetzt ein Ziel, was ich schon mir überlegt habe natürlich. Wir versuchen eine Erfahrung oder Erlebnis den Zuschauern zu verkaufen, um die Leute dazu zu bringen, unser Produkt zu kaufen, also das Buch. Also ich habe mir überlegt, man hat eine Person, die ist in einer existenziellen Krise oder der geht es einfach nicht gut. Dann kommt man mit dem Buch daher, zeigt es der Person und der Person geht es super. Ja, das ist so das grundlegende Konzept des Videos. Wenn wir diese Idee haben jetzt, brauchen wir ein Skript und Storyboard, damit wir uns es grafisch, aber auch schriftlich vorstellen können, damit nicht diese Idee irgendwie vergessen wird. Danach planen wir ungefähr, wie dieser Filmaufbau passiert, also wann wir filmen, wo wir filmen, was wir überhaupt filmen, da wir auch Stock-Image verwenden werden, aber auch echtes Videomaterial, was ich dann filme, aber auch Copyright-Musik, aber da bin ich mir noch nicht sicher, welche ich benutze. Vorletzter Schritt, filmen.
Wir werden erstmal unsere Sequenzen filmen, Stock-Image heraussuchen und dann kommen wir zum letzten Schritt, Schnitt oder Edit. Hierfür benutzen wir DaVinci Resolve Studio 18.6. Hier fügen wir das Videomaterial, was wir herausgesucht haben, aber auch selbst gefilmt haben, zusammen, machen eine Farbkorrektur, erstellen VFX-Shots und am Ende bearbeiten wir die Audiospur. Wenn das fertig ist, exportieren das Video und sind eigentlich mit dem ganzen Video fertig. Ich empfehle jedem, das Buch zu lesen, das unabhängig vom Alter oder Geschlecht für jede Altersgruppe geeignet ist. Die Geschichte ist humorvoll, spannend und interessant. Wenn ihr es in der Bibliothek seht, nehmt es einfach mal mit und probiert es aus. Und nun ist hier das lang erwartete Werbevideo. Thank you.